WH Self Invest. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, am Donnerstagabend 18 Uhr, Punkt 18 Uhr hier bei WH Self Invest bei unserem heutigen Webinar mit dem Titel Wie du als Trader mit den COT-Daten den Profis über die Schulter schaust. Und unser heutiger Redner ist Dirk Friedczewski. Er ist Unternehmer, Trader, Analyst oder eben auch selbstständig und macht viel und lange schon was zum Thema, mit dem Thema Börse zu tun hat. Das heißt, er stellt Trading-Tipps zum Beispiel, gibt Marktanalysen und macht das leidenschaftlich nebenbei oder auch hauptberuflich. Wird er uns gleich ein bisschen erklären, wie und wann er das macht und für wen. Und hat sich jetzt heute das Thema eben Commitment of Traders mal ein bisschen näher angeschaut, COT-Daten, das ja immer beliebter wird, dieses Thema, gerade im Futures-Trading-Bereich, COT-Daten, ein großes Plus, wenn man sie hat und wenn man weiß, wie man sie nutzen muss, darüber wird er uns heute was erzählen. Ich würde Ihnen gerne vorher vielleicht eine ganz kleine Frage stellen, und zwar diese hier. Wie lange sind Sie schon am Traden? Hier darf jeder mitmachen. Ja, eine Auswahl oder sagen wir mal eine Antwort trifft auf jeden zu. Das Antworten schließen sich eigentlich gegenseitig aus. Wenn Sie mir ganz kurz hier eine Antwort geben könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wie gesagt, eine Antwort müsste auf jeden zutreffen. Das hilft uns ein bisschen dabei zu schauen, welches Publikum hier an den Webinaren teilnimmt. Eher erfahrene Trader, Anfänger oder andere. Und wie wir vielleicht unsere Webinar-Qualität und auch die Topics ein bisschen besser zuschneiden können. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Antworten. Damit schließe ich diese Umfrage und begrüße ganz herzlich FX Dirk, wie er auch genannt wird oder wie er sich selbst nennt auf Twitter. Hallo Dirk, grüß dich. Ja, grüß dich Marc und einen schönen guten Abend in die Runde. Zunächst einmal zur Person, wie Marc schon ein bisschen angerissen hat, dass hier meine Firma Friedczewski Financial Markets ja vor vielen, vielen Jahren gegründet, um genau zu sein, 2007. Webinar heute für WH Self Invest hier in dem Bereich mit dem Thema, wie Marc auch schon angesprochen hat, wie du als Trader mit den COT-Daten den Profis über die Schulter schaust. COT-Daten, Commitment of Traders, so die Abkürzung, ist nicht nur eine beliebte Quelle den professionellen Tradern bzw. den Positionen dieser professionellen Trader ein Stück weit etwas abzuluxen, nämlich Informationen, sondern es ist auch natürlich auch ein sogenanntes Sentiment. Das heißt, Sie bekommen eine gewisse Gemengelage von einem Markt, von einem jeweiligen Future serviert und sehen dann auf diese Weise, wie dort die jeweiligen großen positioniert sind. Zu meiner Position, zu meiner Person anzureisen kurz. Mein Name ist Dirk Friedczewski, nebenbei Trader natürlich, aber bezeichne mich auch gerne mal als Finanzmarktexperte und vor allen Dingen auch parallel nebst des Trading auch noch Unternehmer in anderen Bereichen. Das würde jetzt zu weit führen, aber es sind alles, sagen wir mal, ganz normale tägliche Geschäfte. Friedczewski Financial Markets ist seit vielen Jahren in dem Bereich unterwegs mit Finanzanalysen für viele Kunden. Ich habe keine Privatkunden, sondern ich habe Unternehmenskunden. Twitter-Feed FXDirp habe ich damals gegründet bzw. lanciert, als ich in New York war, 2006. Zwei Jahre später fing ich damit an und habe mittlerweile das auf 32.000 Follower hochgeschraubt. Wie das? Warum? Ich habe Calls in den Markt reingegeben, also quasi Positionen, die lanciert wurden im Bereich FX, hauptsächlich deswegen auch den Namen FXDirk. Viele Jahre schon Vorträge auf Finanzmessen. Aktuell finden ja keine Live-Finanzmessen statt. Den Grund kennen Sie. Dementsprechend gibt es vieles im Online-Bereich, wie natürlich auch Webinare. Deswegen begrüße ich Sie an dieser Stelle nochmal herzlich im Webinar. Risikowarnung vorweg. Es sollte eben klar sein, dass er diverse Finanzinstrumente, diverse Dienste in Anspruch nimmt, dass es sich hier nicht um irgendwas wie ein Sparbuch oder sonstige Dinge handelt oder Festgeld, sondern eben um Finanzvehikel, Derivate, Futures und so weiter, die natürlich auf der einen Seite beträchtliche Gewinnchancen haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch leider Verlustrisiken mit sich bringen. Deswegen sollte man nur mit dem Geld spekulieren, dessen Verlust man sich auch tatsächlich leisten kann. Via Self Invest, langjähriger Broker, 1998 gegründet, wie Sie auf der Folie sehen, und vor allen Dingen auch nicht nur in einem Land zugelassen, sondern in ganz vielen Ländern hier mit dem europäischen Passporting, ursprünglich in Luxemburg und dort auch
Niederlassung in Frankfurt, kontrolliert von der BaFin natürlich. Kommen wir zum Thema mit den COT-Daten. Woher gibt es das? Warum gibt es das überhaupt? Und was soll das überhaupt? Wir haben die sogenannten Publizitätsprinzipien in vielen Bereichen der Märkte. Das haben wir zum Beispiel bei Aktiengesellschaften. Wenn Sie schauen, Verpflichtungen zum Beispiel von Aktiengesellschaften, ihre Geschäftsverhältnisse quasi zu publizieren. Auch diverse Dinge wie Quartalsberichte, Halbjahresberichte, Jahresberichte, also Geschäftsberichte. Und auch natürlich gewisse Prognosen abzugeben. Obendrein natürlich aber auch wichtige Veröffentlichungen, wie zum Beispiel Direct Debt Ceilings. Da schaut also quasi die BaFin in dem Fall den jeweiligen Vorständen, Aufsichtsräten oder auch mit den Unternehmen verbundenen Personen näher auf die Finger, wer da quasi Aktienpositionen erwirbt oder verkauft und warum er die jedenfalls dann gerade kauft und warum er die gerade vielleicht veräußert. Das kann man natürlich nicht da ablesen. Interessant wäre es wahrscheinlich in dem Bereich, warum sogar gerade gekauft werden. Darüber kümmern wir uns am 24. September. Da haben wir nämlich ein Webinar, was in dem Bereich dort dann eh ansetzt. CFTC, also ist die Commodities Futures Trading Commission, und die verpflichtet die Profis, also die professionellen Marktteilnehmer ab einer gewissen Größe zur Offenlegung ihrer Positionen. Ja, und dieses Publizitätsprinzip, das kann man natürlich als Anleger, als Investor, als Trader nutzen. Und das Schöne daran ist, das ist auch noch völlig kostenfrei. Kurz abgehakt die Geschichte, wollen wir nicht so lange viel Zeit damit in die Tonne treten, weil das ja auch 55 Minuten sind schnell rum. Die Geschichte, wir haben hier das schon über 150 Jahre, dass jedenfalls die sogenannten Soft Commodities gehandelt wurden. Früher wurde das noch unter dem Baum gemacht, irgendwann dann in einem sogenannten Warenterminhaus. Warenterminbörsen wurden irgendwann gebaut. Eine der prächtigsten steht in Chicago. Wunderschönes Gebäude, wer da mal da war. Und dann natürlich hat sich das über die vielen, vielen Jahrzehnte auch sehr, sehr, sehr stark mehr und mehr reguliert und gewandelt. Heute ist natürlich alles elektronisch. Früher war das noch ein Riesengewusel, im Pit zu stehen und den Leuten zuzusehen, wie sie da rumfuchteln und Zeichen geben und Positionen hin und her schustern. Die Aufsicht wurde 1974 gegründet, also diese sogenannte Commodities Futures Trading Commission. Und seit diesem Jahr 2000 gibt es diese COT-Berichte, die wir uns dann hier auch bald anschauen wollen. Die sind jeher darum nur quasi auch publiziert worden, weil sie eben dann diesen Markt auch ein Stück weit mehr transparenter gestalten und ja ein Stück weit auch wettbewerbsfreundlicher gestalten. Und natürlich ist es auch ein Sinn und Zweck dahinter, dass es große professionelle Marktteilnehmer früher gab, die vielleicht auch die ein oder anderen Positionen einnahmen und auch gewisse, ja sagen wir mal, Marktspezifitäten an den Tag legten und auch Aktionen an den Tag legten, die vielleicht nicht so ganz okay waren. Das sind alles Dinge, die dann nicht mehr passieren können. Da haut die CFTC den Leuten quasi auch auf die Finger und sanktioniert die auch. Also sie ist auch in der Lage, Sanktionen auszusprechen. Es ist eine Lenkungsfunktion. Es ist ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit gleichzeitig auch. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass alle Großen eben immer regelmäßig überwacht werden, dass sie quasi einen gigantischen Markt überblicken und da ein Stück weit natürlich auch eine sehr, sehr vertrauensvolle Aufgabe eben auch übernommen haben, weil es geht hier auch zum Beispiel um den Swap-Markt, der da auch mit überwacht wird. Und das ist zu diesem Zeitpunkt Ende 2019 über 400 Billionen US-Dollar an Volumen. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist nicht ein Übersetzungsfehler, es sind 400 Billionen US-Dollar, die ganzen Billionen an Volumina, die da das ganze Jahr herumgejagt werden, einmal zusammenzufassen. Ja, also da habe ich schon mal des Öfteren so eine Nachfrage bei einem Seminar gehabt, von wegen, ob ich da nicht Trillion und Billion falsch übersetzt habe. Das ist genauso auch wie beim Forex-Markt, da sind es täglich mittlerweile mehrere Billionen an US-Dollar, die um die Welt gejagt werden und dort sind es halt eben auch unheimlich große Mengen. Die CFTC schützt uns eigentlich halt auch als kleinere Marktteilnehmer ein Stück weit auch vor Betrug, vor Manipulation und von jedweden Praktiken, die uns da vielleicht tatsächlich starke finanzielle Schmerzen vielleicht zufügen könnten, die nicht sein müssten. In den letzten Jahren ist es hauptsächlich sehr, sehr oft passiert, dass man diversen Marktakteuren im Bereich Bitcoin zum Beispiel auf die Finger klopfen musste. Also da gibt es ziemlich viele Geschichten im Bereich Bitcoin, Binary Options und so weiter, wo die CFTC immer wieder sanktionieren musste und immer wieder den einen oder anderen Marktteilnehmer nicht nur abmahnen musste, sondern ihn auch ins Kittchen gebracht hat.
Warum ist das so wichtig, einen funktionierenden, gerechten und so weiter, auch einen transparenten Markt, Futures-Markt zu haben? Es ist wichtig für die ganze Gesamt, also für die Gesamtwirtschaft. Es ist wichtig für jeden Teilnehmer, der da quasi sein Geschäft erledigt. Es sind Konzerne, die dabei sind, Investoren, die dabei sind. Sie wollen Risiken managen. Ja, sie wollen beispielsweise ihre jeweiligen Güter mit ihrem Preis quasi auch hedgen, ihre Produkte hedgen, wenn sie beispielsweise daran denken, auch die Industrie, die beispielsweise Gold benötigt, die Schmuckindustrie, auch die ist aktiv an diesem Markt, oder die BMW-Jungs oder die Daimler-Jungs, die in irgendeiner Form sich gegen Währungsrisiken abhedgen wollen. Und das sind alles Akteure, die da auch mit dabei sind. Es sind aber auch im Bereich landwirtschaftliche Güter, wie vor vielen, vielen Jahrzehnten, auch tatsächlich Landwirte, Rancher, Produzenten. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein großer Rancher mit tausenden Rindern und haben Sie natürlich auch ein Interesse daran, inwieweit die Preise für Lebendrind und so weiter sich da entwickeln oder auch wie sie sich da abhatchen. Das sind also alles Teilnehmer an diesem Markt und deswegen ist es wichtig, dass der nicht nur reguliert, sondern auch kontrolliert wird. Wir wollen uns die Grundidee natürlich jetzt erst einmal anschauen. Öffentlichkeit heißt nichts anderes, also dieser Bericht, der gibt uns die Chance, dass wir diese Dynamik der Märkte ein Stück weit besser einschätzen können und verstehen können. Sie bekommen dort diesen Bericht, der jeden Dienstag den Stand hat, der jetzt jeden Freitag dann released wird, also veröffentlicht wird, publiziert wird, immer einen Bericht, der quasi 3 Tage alt ist. Ja, und da stehen Sie hinter keinem. Das heißt also, irgendeiner kriegt das nicht früher, sondern das kommt um 21.30 Uhr, am Freitag kommt das raus. Und das ist dann der Stand vom Dienstag. Das passiert jede Woche, es sei denn, es sind irgendwelche Feiertage, dann ist der jeweilige der Veröffentlichungskalender ist dann eben anders sortiert. Das findet man alles auf der Homepage der CFTC. Das heißt also, diese jeweiligen Daten, die Sie dort sehen, das sind keine Realtime-Daten und das sollen sie auch nicht sein, weil für Daytrader oder Scalper ist das sowieso nichts. Das ist was für vielleicht Swing-Trader, Positionstrader und quasi Finanzmarktakteure, die ein Stück weit wissen wollen, wie es gerade um das jeweilige Sentiment in einem Future-Markt bestellt ist. Das kann jetzt beispielsweise Gold sein, das kann WTI, also US-Rohöl sein, Light Sweet Crude, das kann Zucker sein oder irgendein anderer Rohstoff eben. Kann aber auch ein S&P 500 und so weiter sein. Also alle jeweiligen Futures-Märkte sind dort mit zusammengefasst. Die Folie hat mich umgeschaltet. So, wo finde ich die COT-Daten? Wenn Sie also letzten Endes hören, kostenfrei, das ist zu Recht auch tatsächlich ein freudestrahlendes Event, weil was ist heute schon überall irgendwo kostenfrei? Dann geht man auf die Website der CFTC, also www.cftc.gov und die wird auch gleich eingeblendet bei dem jeweiligen Screenshot. Und dann können Sie am Freitag um 21.30 Uhr dementsprechend dann diesen Bericht für sich dann einsortieren und beziehungsweise den dann ablesen. Wo bekommen Sie den? Das ist also jedenfalls hier schon mal ein Screenshot von dieser CFTC. Keine Angst, dass Sie auf irgendeiner US-Seite landen, die da irgendwelche Daten oder sonstige Dinge da vielleicht von Ihnen dann abgreift. Sie können sicher sein, irgendwelche Daten werden garantiert immer irgendwo abgegriffen, davon abgesehen. Aber das ist eine Behörde, das ist eine US-Behörde. Dementsprechend ist die Nutzung auch frei. Also die wird nirgendwo irgendwo mit irgendwelchen Kosten belegt. Und man kann da schön wild hin und her klicken und diverse Informationen auch mal runterziehen und sich auch mal so quer lesen, was es da denn auch alles so gibt. Wie Sie jetzt hier in dem Bereich sehen, ich weiß nicht, ob Sie die Maus hier von mir sehen, diesen Bereich hier, da finden Sie dann auch den Commitment of Traders Bereich hier, diese Rubrik. Und da klickt man dann in diesem Fall drauf und kommt dann auf die Commitment of Traders Report Seite. Die sieht dann im Grunde genommen runtergescrollt bei gewissen Punkten dann auch so aus. Da findet man in diesem Fall jetzt zum Beispiel die sogenannten Current Disaggregated Reports, ja, also aus den jeweiligen Landwirtschaftsbereichen. Sie sehen ja auch hier links, wenn Sie hier Agriculture sehen, dann sehen Sie Petroleum, also letzten Endes die Ölprodukte, Natural Gas und Elektrizität, Metalle und so weiter. Und Sie finden dann jeweils zum Beispiel nur für Futures Only in diesem Fall, was wir uns hier anschauen. Einmal das Long-Format und das Short-Format. Wie das alles dann aussieht, gucken wir uns jetzt auch gleich an. Gucken wir dazu auf die nächste Folie. Nochmal ein bisschen größer, dass Sie es vielleicht besser erkennen können und die Seite nicht vielleicht gerade irgendwo öffnen müssen. Wir gucken uns jetzt beispielsweise anhand des Landwirtschaftsbereichs einmal die Formate an.
Und dann sehen Sie hier erst einmal etwas, wo Sie denken, huch, wie kann ich das denn überhaupt lesen? Dieses Papier ist wie jedes Papier aufgebaut. Es folgt einer gewissen Systematik. Sie sehen in diesem oberen Bereich, sehen Sie links den jeweiligen Bericht, wie der heißt. Das heißt also in dem Fall Disaggregated Commitments of Traders All. Und dann sehen Sie beispielsweise auch noch wichtig hier diesen jeweiligen Rohstoff. Um was handelt es sich dann überhaupt? Das steht auch immer an derselben Stelle bei jedem Papier. In dem Fall hier Frozen Concentrated Orange Juice habe ich mal extra ein Exot rausgenommen, weil da die Zahlen, also die Kontraktzahlen klein sind. Da ist man hier im Auge nicht gleich total überfordert, dass man durch die Spalten sich nicht verirrt. Dann steht die Börse auch da, die Terminbörse, die wird hier aufgeführt. Das ist in dem Fall hier die ICE Futures US. Und dann wird noch zur Information einfach mal angegeben, die Kontraktgröße. Das heißt also ein Kontrakt in diesem Fall von diesem gefrorenen Orangensaft besteht hier aus 15.000 Pfund. Die kann man sich übrigens vorstellen, das sind gefrorene Blöcke. Also nur damit man weiß, wie das überhaupt von der Lieferung überhaupt möglich sein soll, falls es überhaupt geliefert wird bei irgendjemand überhaupt. Das wird in diesem Fall in Blöcken serviert. Dann sehen Sie die jeweiligen Positionen in den Spalten, immer Long und Short die jeweiligen Spalten. Und Sie sehen vor allen Dingen Unterschieden. Einmal oben drüber Producer, Merchant, Processor, User. Das sind also quasi die jeweiligen Commercials. Und dann haben Sie die Swap Dealers in diesem Bereich und die Managed Money. Das heißt also, Sie haben diverse Gruppen, die Sie hier einsortieren. Und dann haben Sie die jeweiligen Positionsgrößen. So und so viele Kontrakte sind Long. Bei den Produzenten zum Beispiel, so und so viele Kontrakte sind Short. Man sieht also hier 4.219 Kontrakte Long, 5.910 sind Short. Das heißt also, in diesem Fall wären sie Net Short. Dann sieht man zum Beispiel in dem Bereich der jeweiligen zweiten Teile hier den Wechsel von der Vorwoche. Auch hier nochmal zum Beispiel, das ist jetzt hier vom 1. September, dementsprechend vom 25. August, wie sich das geändert hat. Die Abzüge in der Long-Bereich, die Abzüge im Short-Bereich in dieser Rubrik der Produzenten, dann im Bereich der Swap-Dealers und in den anderen Bereichen. Und dann sehen Sie auch noch die jeweiligen Prozente in dem jeweiligen Open Interest, der hier angegeben wird. Unten sehen Sie nochmal die Nummer der jeweiligen Trader, also das heißt also die jeweiligen Profi-Trader oder Gruppenfirmen, die dort in diesem jeweiligen Rohstoff engagiert sind, involviert sind. Am Ende wird alles zusammengefasst in dieser Rubrik. Das heißt also, Sie sehen, in diesem Bereich rechts sehen Sie das sogenannte, die sogenannte Rubrik Other Reportables. Da werden wir jetzt einsortieren. Das heißt, es sind individuelle Trader, private Trader, die werden nicht, natürlich, sie sind nicht reportpflichtig, aber wenn sie irgendwo Positionen eingehen, dann werden sie ja trotzdem irgendwo gezählt. Die fallen dann quasi in eine Gruppe rein, in einen sogenannten Other Reportables Eimer und am Ende kommen dann irgendwelche jeweiligen Kontaktnummern dazu stande. Dieser Bereich hat überhaupt gar keine Aussagekraft. Die Bereiche Swap Dealers, Managed Money und Producer, Merchant Processor und so weiter, die gucken wir uns an, wer welche Aussagekraft hat. Das ist jetzt zum Beispiel das sogenannte Long-Format, Disaggregated Commitment of Traders, Futures Only. Und da sehen Sie das nochmal weiter unterteilt. Sie bekommen also eine größere Ansicht. Unterschiedlich sind jetzt beispielsweise, dass man hier nochmal weitere Daten mit eingearbeitet hat. Unten sieht man es ja. Ansonsten von der Aussagekraft eigentlich überhaupt nicht großartig unterschiedlich. Dann gibt es noch obendrein zu den Disaggregated Reports eine zweite Gruppe. Ich erkläre die auch noch gleich. Den sogenannten Current Legacy Report. Das soll nur mal eine Übersicht sein, damit Sie sehen, was erwartet Sie auf dieser sogenannten COT-Übersichtsseite, auf der CFTC-Seite überhaupt. Und da finden Sie hier die jeweiligen Terminbörsen und unter diesen jeweiligen Terminbörsen finden Sie dann das Format lang oder kurz. Und dann sollten Sie natürlich auch im Hinterkopf bereits wissen, welcher Rohstoff an welcher Terminbörse mit dem höchsten Volumen gehandelt wird. Wenn Sie beispielsweise darauf aus sind, Rohöl, US-Rohöl, Crude Light,
die jeweiligen Positionierungen herauszufinden. Dann gehen Sie an die NYMEX, also New York Mercantile Exchange. Das ist quasi der Bereich, wo am voluminösesten dort das gehandelt wird. Wenn Sie andere Rohstoffbereiche oder auch zum Beispiel Devisenbereiche, also FX, nachschauen wollen, können Sie auch zum Beispiel zur Chicago Mercantile Exchange gehen, oder Sie finden zum Beispiel auch noch andere Angaben, beispielsweise zu Orange Juice eben über die IC Futures. Commodity Exchange Incorporated wäre zum Beispiel, wenn Sie Interesse hätten an Silber- und Goldpositionen, um die nachzuschauen. Also Sie müssen die jeweiligen Terminbörsen dann dementsprechend auch kennen. Nochmal zurück zu dieser Folie, die ich vor Ihnen jetzt da aufgelegt habe. Ich bleibe bei diesem Beispiel, diesem sogenannten Frozen Concentrated Orange. Und jetzt, wo habe ich denn die jeweilige Seite? Ich muss hier parallel nämlich noch meine andere Seite noch öffnen auf dem anderen Bildschirm, damit ich das auch jetzt finde. So, die haben wir jetzt zum Beispiel mit den jeweiligen Kontrakten, die wir jetzt hier zum 1.9. zu dem aktuellen Bericht sehen, dass wir bei den Commercials hier einen leichten Short-Überhang haben, dass wir beispielsweise auch einen Wechsel nicht zu beobachten haben. Das heißt, es ist weiterhin im Short-Bereich bei den Commercials geblieben. Und wenn wir beispielsweise uns ein Bild machen wollen, gerade was Agrarrohstoffe, aber auch diverse Metalle und im Bereich FX angeht, dann schauen wir uns immer ganz gerne an, was die Commercials machen. Commercials sind in diesem Fall also Hedger, also Großpositionierte, die Interessen daran haben, einen gewissen Rohstoff, einen gewissen Future-Bereich jeweils für sich zu sichern. Also sagen wir mal jetzt auch ein Euro, sagen wir mal ein britisches Pfund, aber genauso gut hier auch irgendein landwirtschaftliches Gut oder ein anderes Metall. Und wenn wir beispielsweise in einer gewissen Form sehen, dass die Commercials extrem long oder größer short sind, dann hat das eher ein Stück weit eine Aussagekraft, wie weit dieser Markt beziehungsweise wie dieser Markt sich in den nächsten Wochen oder auch Monaten noch ein Stück weit auch geben kann. Wenn man das also über mehrere Wochen immer ansieht, man kann ja auch Historie bei den CFTC-Daten sich aufrufen, dann kann man also quasi daran ablesen, inwieweit wird dieser Markt langsam vielleicht reif für einen Turnaround oder inwieweit baut dieser Markt quasi eher gerade diesen Trend Schritt für Schritt vielleicht erst auf. Das heißt also, diese Gruppen, die sind zu unterscheiden. Spekulanten, wie beispielsweise Hedgefonds, die sind in die Rubrik Non-Commercials hier einzusortieren. Und wie ich eben sagte, BMW und Daimler und so weiter, also die jeweiligen Positionen, Großfirmen wären in dem Bereich dieser Produzenten der Commercials einzusortieren. Wenn jetzt beispielsweise die Non-Commercials, also die Hedgefonds und Finanzspekulanten und sonst wer, ein Stück weit sehen, dass ein Preis sich in ihre jeweilige Richtung hoch oder runter bewegt, dann springen sie auf diesen Trend. Das heißt, diese sogenannten Non-Commercials wie Hedgefonds und so weiter sind sogenannte Trendfolger. Die Commercials sind eher die sogenannten Trendsetter. Prozentual haben die Commercials vor allen Dingen auch in vielen Rohstoffen, auch in Agrarrohstoffen, absolut, sagen wir mal, den sogenannten Marktbums, also das Volumen auf ihrer Seite. Das heißt, die bewegen den Markt. Die jeweiligen Spekulanten, Hedgefonds, die springen nur auf den Trend auf. Das heißt also, sie verstärken dann noch am Ende diesen Trend. Und wenn die Positionen dann Woche für Woche immer weiter wachsen, beispielsweise, wie wir das auch schon mal bei Silber, bei Gold und so weiter gesehen haben oder auch beim Euro, dass irgendwann ein extremes Volumen im Bereich Net Short zu sehen ist oder Net Long zu sehen ist, dann ist dieser Bereich, das heißt also dieser Trend schon so weit ausgereizt, dass man auch schon ein Stück weit damit rechnen kann, dass dieser Trend auch bald dem Ende zugeht. Ein Stück weit hilft es vielleicht auf Wochen- und Monatssicht dann diesen jeweiligen Trader dieses Bild für sich zu entwickeln und zu sehen und ein Stück weit auch für sich zu entscheiden, hier ist dieser Markt schon ziemlich reif für einen Wechsel, für einen Trendwechsel. Also wir könnten auf diese Weise vielleicht sogar eine Hilfe bekommen durch die CFTC-Daten, durch den COT-Bericht, dass wir quasi eine Gegenbewegung langsam antizipieren. In dem Fall sagt man vielleicht von wegen, was nützt mir das?
Fürs Daytrading habe ich ja anfangs gesagt und für Scalping ist es so Quatsch. Swing Trading, Positionstrading ist es irgendwann mal interessant. Vor allen Dingen aber längerfristig auch, wenn man Positionen im Markt beispielsweise bilden will, dann hat es eher einen Sinn, dass man sich diese Daten anschaut. Es ist ein Stimmungsbild, wie gesagt Sentiment, und es ist ein größtenteils aus meiner Sicht auch als Kontraindikator wie bei vielen Sentimentdaten eben zu werten, dass man dort sieht, okay, hier ist es mal langsam an der Zeit, sich auch in die Gegenrichtung ein Stück weit zu positionieren. Das hatte ich zum Beispiel auch schon mal jemanden bei einer Präsentation auf der World of Trading 2019, der letzten noch, auch mal gesagt. Damals ging es um das Thema Euro, wo ich den Leuten auch erklärt habe, dass sich hier eine so extreme Short-Positionierung die ganze Zeit andeutet, dass hier langsam auch mal ja, Schicht im Schacht ist mit dem immer weiter abverkauften Euro und dass sich das Bild auch bald drehen wird. Soweit stimmte das auch. Das Timing ist immer die Frage, wann man das dann umsetzt. Es hat dann doch bis zum März gedauert, bis der Euro tatsächlich raketenhaft gezündet hat. Aber dieses Bild hat sich schon 1 bis 2 Monate deutlich schon abgezeichnet. Gucken wir in den anderen Bereich noch rein. Eine Sekunde. Nochmals Wiederholung, verpflichtende Mitteilung, Meldung. Wo finde ich die COT-Daten? Auf der Seite des CFTC. Wann kommt es raus? Freitag 21.30 Uhr. Warum? Zweck, Überwachung seit 1974 gegründet. Fairer Ablauf, transparente Preisbildung. Welche COT-Daten gibt es? Welche Märkte kann ich überhaupt quasi, ja, über welche Märkte kann ich mich überhaupt informieren? Es ist einmal der Sektor Energie, es ist der Sektor Industriemetalle, es ist der Sektor Agrarrohstoffe, es sind die Indizes, beispielsweise S&P 500 oder auch Nikkei oder sonst was. Es ist der Bereich auch Anleihen und es ist auch der Bereich Währungen. Kommen wir jetzt zu dieser Berichtsform. Das ist die Erklärung. Kann ich da ganz kurz mal einhaken? Ja, klar. Bevor du zum nächsten Bericht kommst, zwei, drei Fragen, vier von unseren Zuschauern, mit der Bitte um kurze Antwort. Erstens mal, der Dirk, dein Namensvetter, was heißt kritisiert, aber stellt fest, und wo er auch recht hat, die Daten werden Dienstag, sagen wir mal, erhoben, ja. Freitagabend, kurz vor Marktschluss, kommen die ja erst raus. Erstes Mal ist da drei Tage versetzt. Er bemängelt, dass er dadurch ja ein verzerrtes Bild bekommt. Einerseits hat er recht. Zweitens Mal kann man ja dann erst effektiv am Montag wieder eingreifen, weil die Märkte sind ja eigentlich dann fast schon geschlossen am Freitagabend. Also Frage, warum, was bringt es, 3 Tage später, vielleicht sogar, wenn man Montag erst eingreifen kann, 5 Tage später diese Daten überhaupt noch anzugucken? Und B, warum dauert es überhaupt 3 Tage? Heute im Zeitalter von Elektronik und alles so schnell geht im Internet, warum diese Datenerfassung, warum dauert es 3 Tage? Warum ist die nicht sofort verfügbar? Berechtigte Frage des Namensvetters. Ja, die Daten werden schon, wie so nach dem Motto, haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiter so. Es ist halt, wie gesagt, eine Behörde und die hat überhaupt gar kein Interesse, irgendwelche Realtime-Geschichten da zu machen. Da müssten die ja wahrscheinlich auch noch viel mehr arbeiten, viel mehr Input da reinleisten. Kann sein, dass es daran liegt. Es ist schon oft kritisiert worden, dass es nicht irgendwie Intraday oder irgendwas gelaufen wird oder auch umgeändert wird. Fakt ist aber, die ganzen meldepflichtigen Unternehmen haben auch eine gewisse Frist, bis sie das abgeben und dementsprechend, ja, bis das alles ja wieder gesammelt und wieder auch katalogisiert und so weiter ist, braucht es ein bisschen Vorlaufzeit. Als Entschuldigung in diesem Fall, warum das überhaupt so läuft, ist einfach der Fakt, dass selbst wenn die Daten am nächsten Tag quasi released werden würden, also das wäre auch jetzt beispielsweise nicht im Sinne des Erfinders, weil das sind keine Realtime-Daten in dem Fall, die man als Realtime für Realtime-Trades oder irgendwas gebrauchen kann, sondern sie geben ein Bild von einem größeren, in dem Fall auch nicht unbedingt immer so schnell laufenden Markt an. Wenn ich jetzt mir angucke, wie lange es beispielsweise dauert, bis es hier beim Euro-Dollar oder beispielsweise auch in anderen Agrarrohstoffen dauert, bis ein Trend sich da bildet und auch wieder wechselt, da kann es schon mal 1, 2, 3 Wochen dauern, bis man das überhaupt dann ablesen kann. Und dann wird es irgendwann erst mal interessant, dann einzuschreiten. Das heißt also, das sind Dinge, die man nicht unbedingt fürs tägliche Trading auch braucht. Das heißt also, man kann sich das ganz gemütlich am Wochenende mal zu Gemüte führen und sich da durchkämpfen durch die jeweiligen Daten.
kann man sich auch visualisieren lassen. Es gibt viele Anbieter, da kommen wir auch noch dazu, wo man dann Kurven sieht, inwieweit ist es vielleicht gerade interessant, jetzt mal langsam Short oder langsam Long zu gehen, weil die Commercials da dementsprechend schon stark übersteuern oder weil vielleicht die Spekulanten schon extrem schon übersteuern. Also diese Dinge. Aus der Richtung einfach zu sagen, ist es überhaupt nicht schlimm, dass es sich jetzt hier auch im Jahr 2020 um 3 Tage alte Daten handelt. Aber da gibt es viele, die das schon kritisiert haben. Also das ist nicht ganz unberechtigte Kritik, die ist immerhin noch da und sie ist immer auch von vielen noch vorgebracht worden. Ich habe das auch wieder gelesen bei einem US-Marktteilnehmer, der das da in so einem Research geschrieben hat, warum das nicht endlich auch mal gemacht wird. Das ist eine gute Frage. Vielleicht einfach mal die Sie anschreiben. Genau. Ich verstehe auch, warum diese Daten für vor allem für Institutionelle so wichtig sein können. Warum sind im Moment, ich sag's mal salopp, alle Futures-Trader so geil auf diese COT-Daten? Weil du hast selbst gesagt, das ist ja eher was für langfristige Positionen, aber für den Scalper und Daytrader, wo das Futures-Geschäft der Privatanleger eigentlich drin besteht, nützen sie ihm ja eigentlich recht wenig. Ne? Warum sind alle so scharf darauf? Ja, es ist, wie gesagt, ein zusätzliches Tool auch für den privaten Trader, nicht nur für den Profi, wo er ein bisschen das Sentiment ablesen kann. Es ist, wie gesagt, wie ich sagte, auch ein Kontraindikator. Wenn ich nach ein paar Wochen immer noch sehe, dass sich Positionen aufbauen, weiter aufbauen auf der Long-Seite, net long und immer weiter, ja, wie beispielsweise jetzt zuletzt es auch gedreht hatte beim Euro, dann dass man sich da ein Stück weit auch reinlesen kann, sagen, oh, jetzt ist aber auch langsam irgendwann auch mal Schluss, dann könnte man langsam auch seine persönliche Trading Bias, also seine Einstellung zu einem Handelsgut ändern und sagen, ich war die ganze Zeit eher intraday, immer wenn ich irgendwo rein bin, eher auf der Long-Seite und habe immer nur Dips in Richtung Long gekauft. Ich glaube, das Bild dreht sich eher, ich bin jetzt dementsprechend nicht mehr nur auf den Blick nur Long, sondern ich drehe es komplett und jeder Spike, den verkaufe ich jetzt noch und bin dann in Richtung Short. Also das kann also quasi mir eine Zusatzinfo bieten. Das ist der Hintergrund bei diesen Dingen. Also das ist eigentlich genau die Grundidee, darauf wollte ich hinaus, dass du genau das sagst. Das ist eigentlich das, worauf die Futures-Trader eigentlich gucken sollten, ne? Kontraindikator. Ja, ich kann da auch mal, da gibt es Grundrichtung. Ja, da gibt es auch gewisse Researches, also auch, das geht bis in die Akademik, also das kann man sich ja vorstellen, dass das unheimlich breit getreten wurde, dieses Thema, da haben Leute drüber promoviert früher, da haben Leute drüber ellenlange, seitenlange Essays geschrieben, wie das üblich ist im akademischen Bereich. Und ich habe das auch mal so auch zum Spaß, weil ich mir schon gedacht habe, dass diese Fragen auch kommen, zu Recht ja auch kommen, die hat man ja auch einfach. So ein Klassiker einfach eben, dass auch Leute, die Essays darüber geschrieben haben, auch mal geschrieben haben, was das eigentlich für ein Unfug wäre. Das kann man auch mal wirklich mal sagen. Ja? Auch die haben ihre Kritik daran gegeben, zum Beispiel auch zusätzlich ihre Kritik daran gegeben, warum das dann so lange dauert, bis sie veröffentlicht werden. Auch das haben die auch aufgefasst, haben gesagt, im Jahr 2019, 2020 da alte Daten quasi noch den Leuten zur Verfügung zu stellen. Wie kann das sein? Oder hier, was weiß ich, der eine schreibt dann zum Beispiel auch Trendfollow-Strategien, das ist soweit gut. Man kann also quasi die Spekulanten nachverfolgen, dass sie auf diesen Trend weiter aufspringen, den ausreizen. Und dann kann man eben quasi antizipieren und sagen, dass ich diesen ausgereizten, überausgereizten Trend dann jetzt einfach auch shorte. Also man spricht in dem Fall von sogenannten Fading-Strategies. Also man ist dann der sogenannte Fader, diese Mega-Aufwärtsbewegung, die shortet man dann beispielsweise. Umgekehrt wäre es dann die Mega-Aufwärtsbewegung. Wenn das in den meisten Fällen stimmen würde, wie du sagst, mit den Kontraindikatoren, dann wären es ja fast self-fulfilling prophecies eigentlich. Eben. Und es ist als Kombination gedacht. Es ist ein weiteres Tool, so sehe ich es auch. Es ist ein Tool, beispielsweise würden wir es jetzt interdisziplinär sehen mit anderen Dingen wie technische Analyse oder auch wie solche Daten, die wir ja auch zur Verfügung bekommen, der ein oder andere, ob das jetzt ein Put-Call-Ratio ist, ob das jetzt Margin Lending Rate oder sonstige Dinge sind, Gold Lease Rate, egal in welchen Rohstoffen, in welchem Bereich man sich irgendwo bewegt, hat man gewisse andere Kennziffern, Kennzahlen und Indikatoren noch dabei und die kann man ein bisschen vielleicht auch kombinieren. Es ist logisch, dass das nur für Swing Trading und Positionstrading gilt. Solche Dinge kann man fürs reine Trading und Scalping natürlich nicht verwenden. Das wäre Quatsch. Keiner geht ja, zeitmäßig geht das ja schon nicht, sich irgendwo in die Kammer zu verziehen und da mal ein paar Seiten zu lesen oder das geht halt nicht. Genau. Da muss man halt einen anderen Trading-Stil quasi dafür auch überstülpen. Prima, danke dir. Lass uns weitermachen. Prima. Jo, okay, dann gehen wir zur Berichtsform, um das zu erläutern. Wir haben beispielsweise diesen Klassiker, diesen sogenannten Legacy Report.
Und der ist deshalb als Klassiker hier auch bezeichnet worden, weil er auch datenmäßig die längste Zeitreihe nach hinten anbietet. Auch auf der Seite von der CFTC kann man diese abrufen. Kommerzielle Akteure sind dort eingeteilt als die sogenannten, wie ich vorhin sagte, Commercials. Die werden auch als sogenannte Smart Money bezeichnet. Das sind die sogenannten Boys wie BMW beispielsweise in Daimler, die ich da als Beispiel nannte, die im Bereich Hedging zum Beispiel da die Akteure sind. Dann haben wir die nicht kommerziellen Akteure, dementsprechend Non-Commercials. Das sind die Finanzakteure, also Hedgefonds, CTAs und so weiter. Und den Grund natürlich, warum sie da drin sind, ist einfach reine Spekulation zur Gewinnerzielung, so wie wir das eigentlich ja auch machen. Eine Spekulation, um Gewinne zu erzielen. Dann haben wir die kleinen Akteure, wo wir dann einzusortieren sind. Das ist ein bisschen übel, das heißt Non-Reportable Positions, und das ist offiziell auch per Literatur bzw. auch aus der Trading-Erläuterung immer wieder als sogenanntes Dump-Money bezeichnet worden, also sprich das dumme Geld. Das ist meistens so, dass der Privatanleger, das ist echt schlimm eigentlich, traurig, sehr oft auch falsch liegt. Das sieht man sehr oft auch bei anderen Sentiment-Daten. Da brauchen wir auch gar nicht nach USA gucken. Da gucken wir an die Börse Stuttgart, die bieten da auch das Euwach-Sentiment. Und da gucken Sie sich das mal an, wie beispielsweise dann die jeweiligen Realtime publizierten Finanzderivate, die damit reinberechnet werden, wie die gehandelt werden. Und dann sehen Sie, die Privatakteure, die liegen parallel dann zum DAX meistens immer auf der falschen Seite. Deswegen ist das auch so bezeichnet worden. Also irgendwo stimmt es halt leider. Commercials, um das schnell abzuhandeln, das habe ich gesagt, sowas wie große Firmen, die dementsprechend gucken, dass sie über die Futures-Optionen Preisrisiken in Bezug auf ihr Business eben hedgen, also absichern. Lufthansa wäre das bei Öl beispielsweise, BMW wäre es beispielsweise beim Dollar oder auch anderen Dingen wie Einkauf von irgendwelchen Gütern. Die agieren halt dementsprechend auch an den Warenterminbörsen, haben entweder das an Banken abgegeben, an Abteilungen abgegeben, oder verfügen selber in ihren Großkonzernen über die Treasuries, die dann da in den Bereichen dann eben tätig sind. Im Bereich der physischen Rohstoffe, auch logisch, das sind das Produzenten, das habe ich vorhin gesagt, Schmuckindustrie beispielsweise bei Gold, Silber, Palladium, egal was man alles so macht, Platin, oder dementsprechend auch Verbraucher, verarbeitende Industrie, die damit irgendetwas herstellen. Und die sind dementsprechend, die haben diesen sogenannten Bums, wie ich vorhin sagte, im Markt, die kontrollieren und beherrschen auch in Bezug auf Liquidität, auf Volumen, auf das Handelsvolumen, diesem jeweiligen Einzelhandelsgüter. Prozentual ist es natürlich bei jedem ein bisschen abweichend, aber groß und ganzen zu 70, 80% der gesamten Liquidität in dem jeweiligen Handelsgut gehen auf diese Gruppe. Deswegen haben sie auch so eine wichtige, ja, so eine Richtschnur. Also deswegen handelt man oder guckt besser eigentlich auch auf die, wenn man ein Stück weit sehen will, wie dieser Markt gemacht wird, wohin er hinläuft und wo er vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr hinläuft. Dementsprechend, ja, das ist hier auch nochmal schwarz auf weiß abzulesen, die tendieren aufgrund ihrer Interessenlage sehr bullisch. Sie wollen quasi in diesem Fall dann ablesen, hier etwaige Bodeninformationen, Markttiefs oder vice versa, meist sehr bärisch bei Top-Bildungen, Höchstpreisen. Wenn man sich vorstellt, warum das so ist, dann kann man sich natürlich auch denken, ein Produzent, der hat natürlich auch nicht Interesse, irgendwie bei einem horrenden Goldpreis irgendwann immer noch weiter zu blechen, wenn er weiß, dass es vielleicht auch ein Stück weit anders geht, wenn er nämlich ein Stück weit auch lauert, dass der Preis dreht. Gesamtbetrachtung führt oder besser leitet der Futures-Markt den Kassa, den Cash-Markt. Also das gilt über die Märkte hinweg, über die jeweiligen Rohstoffe, über die jeweiligen Futures-Kontrakte, die es draußen auch noch gibt im Bereich Financial Futures und sonst was. Jedweden anderen Bereichen gilt das. Die Commercials dienen dazu, ein sogenanntes verfrühtes Signal zu geben. Das habe ich an dem Beispiel Euro-Dollar mal gesagt, dass das eine ganze Weile mal gedauert haben. Die signalisierten das bereits schon, dass sich da was dreht. Die Commercials waren eine ganze Weile schon pro Euro, also long auf der Euro-Seite, und es hat eine ganze Weile gedauert, bis es dann auch gedreht hat. Und doch dann ist es halt sinnvoll, dann auch diesen Markt weiterzureiten und den auch tatsächlich auch noch beizubehalten. Und dann sind die Non-Commercials, die dann auf das aufspringen, um diesen Markt weiterhin mit dem Trend als Trendfollower, also als Trendfolger mitzureiten. Das heißt also, die sind Trendsetter, die Commercials, und die Non-Commercials sind die Trendfolger. Habe ich jetzt schon vorweggenommen mit der Folie, also die jeweiligen Hedgefonds, Rohstofffonds, Pensionsfonds und so weiter, die dieser Gruppe zuzuordnen sind, wären dann eben eher die sogenannten Trendfolger. Brauche ich jetzt auch nicht weiter noch auszureizen.
dann beispielsweise noch unsere Gruppe, wo wir als Privatanleger reinzusortieren sind. Die gehören halt letzten Endes dann hier Gruppe einzusortiert, Kleinspekulanten. Die haben natürlich keine Meldepflicht und dementsprechend werden die jeweiligen Kontrakte dann noch addiert, die dann da irgendwo auflaufen. Auch das hier nochmals wiederholt, diese Gruppe tendiert leider dazu, eher auf der falschen Seite des Marktes sich zu befinden. Die Variante war das jetzt mit dem sogenannten Legacy Report. Dann die weitere Variante, das ist der sogenannte Disaggregated Report. Er bietet halt eine weitere Einteilung. Das habe ich vorhin auch bei der einen Folie schon mal ausgewiesen, wo dem nur, nicht nur die sogenannten Non-Commercials und Commercials oben in den Spalten abzulesen waren, sondern die Non-Commercials auch noch untergliedert wurden die Commercials noch untergliedert wurden in Produzenten, also in Großhändler, in Prozessoren, also verarbeitende Industrie und Verbraucher. Und dann die jeweiligen Swap-Dealers und Managed-Moneys auch nochmal untergliedert sind. Das heißt also einmal Swap-Händler, Investmentbanken und Managed-Money wie Großspekulanten, Hedgefonds. Other Reportables ist wieder die gleiche Rubrik wie beim Legacy-Report. Das sind dann wir als Kleinanleger, Kleinspekulanten. Warum ist das so nochmal neu aufgesetzt worden? Warum ist der jeweilige Bericht überhaupt von irgendeiner, sagen wir mal, wie wir vorhin schon sagten, von Sinnhaftigkeit, was können wir da ein Stück weit ablesen? Wir können ein bisschen mehr Transparenz hier bekommen. Wir bekommen ein Stück weit auch an Transparenz, wie es dort um die jeweiligen Futures und Optionskontrakte bestellt ist, wer halt im enorm Long und Short ist, in welchen Aufteilungen Long und Short quasi ist und Open Interest wird auch noch ausgewiesen. Was sagt das überhaupt aus? Das ist in dem Fall ja auch das Gesamtvolumen aller Futures und Optionskontrakte der Marktteilnehmer. Das heißt also, wenn Sie diese jeweiligen Folien tatsächlich einmal sich vor die Brust nehmen und sagen, die will ich jetzt mal nachkontrollieren, am Ende müssen Sie immer wieder, egal was Sie da zusammenrechnen, auf 100,00 kommen. Durch Rundungen, mathematische Rundungen sind vielleicht manchmal 99,9 oder 99,8 oder mal 100,1 vielleicht mal da möglich. Das ist dann kein Fehler, sind einfach nur Rundungsfehler bzw. Rundungsproblematiken. Aber am Ende ist es immer wieder 100. Das ist logisch. Das ist genauso wie am Markt draußen, egal was Sie kaufen oder was Sie verkaufen. Irgendwo einer short ist, muss einer long sein und umgekehrt. Und da ist es dann letzten Endes auch so, dass irgendwo der jeweiligen Long, Open Interest und Short und so weiter, dass die auch irgendwo im Gesamtvolumen zusammengerechnet immer wieder auf einer Summe kommen müssen, nämlich 100. Was heißt es, wenn es einen steigenden oder einen fallenden Open Interest gibt? Da gibt es dann auch noch eine gewisse Erläuterungsmöglichkeit. In dem Fall wäre das hier ein steigender Open Interest, das auf ein höheres Marktvolumen zurückgeht und umgekehrt. Was haben wir noch als weitere Punkte, die vielleicht auch noch zu hinterfragen sind? Für wen ist das interessant und warum sind denn die Daten irgendwie nur US-Daten? Haben wir da nicht eine Problematik? Das sind auch lauter so Punkte. Wir haben die COT-Daten. Diese Daten werden für Futures und Optionskontrakte auf Rohstoffe, Währung, Bond und Indizes abgesetzt bzw. aufgelegt und wir sehen die Folie per Folie bzw. Paper für Paper, können die uns auch ausdrucken oder was auch immer damit machen und Kurven konstruieren oder sie über jeweilige Kurvendiagramme von Dienstleistern eben abrufen. Auf welche Terminkontrakte beziehen sich diese COT-Daten? Es sind reine Daten von der US-Behörde. Und dementsprechend beziehen sich die COT-Daten auf US-Warenterminbörsen. Da das prinzipiell in der heutigen Welt immer wieder zu hinterfragen ist, wie viel die USA da reinspielen, muss man da aber auch sagen, in den letzten Jahren gab es natürlich immer mehr Warenterminbörsen, auch im asiatischen Bereich, sei das Singapur, Shanghai und andere. Aber der große Wumms kommt immer noch aus den USA. Und die große Gruppe, also die CME Group, wo ja alles einzusortieren ist, wie CME, dann die Seaboard, ehemalige, dann die NYMEX, COMEX, was alles für CME Group zusammen addiert ist, das sind alles Dinge, die führen dann schon dazu, dass man eine wirklich richtungsweisende Marktmacht hat. Und die ist auch nach wie vor noch gegeben. Wer weiß, was auch immer in den nächsten Monaten noch passiert mit Abkopplungstendenzen von China und sonstigen Dingen, die da momentan gerade so herumgeistern. Es ist Wahlkampf in den USA, da wird ja noch viel möglich sein. Aber sollte es tatsächlich mit dem aktuellen Status quo erstmal so bleiben, werden auch die USA
wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiterhin auch die Marktmacht sein. Also das ist nicht nur im Bereich Futures so, das ist auch im Bereich Aktien auch immer noch so. Und die Tendenz könnte vielleicht sogar eher wieder pro USA sein, obwohl das vielleicht der ein oder andere hinterfragt. Für wen sind die interessant? Das habe ich auch ein Stück weit schon mal angegeben. Das habe ich ja gesagt, zwei, dreimal jetzt. Swing Trader, Positionstrader eher. Für Day Trader sind die Daten nicht da. Natürlich können die sich das auch anschauen, aber das ist eher Quatsch. Vom Nutzen her, sie sind letzten Endes, wie ich es vorhin sagte, sind keine Echtzeitdaten. Man muss also dementsprechend auch ein Stück weit da, ja, das ganz geduldig sich durchlesen und seine Schlüsse ziehen, Kontraindikator eben soweit nehmen. Und sie sind eben kein Timing-Tool leider. Also sie verbessern das Timing eben für den jeweiligen Investoren nicht. Sie geben ein Stück weit einen Aufschluss darüber, wann man soll selbst einschätzen könnte, gehen wir jetzt als Kontraindikator, nehmen wir das jetzt so auf wagen die erste Antizipierung und sagen, wir gehen jetzt hier einem überhitzten Markt dann noch langsamer Short. Schön und gut, US-Märkte habe ich gesagt. Gibt es das auch bei anderen Märkten? Ist dann vielleicht die Frage. Es gibt tatsächlich auch etwas, weil man muss sich ja vorstellen, bei dem großen, doch einer der wichtigsten Futures-Märkte ist der im Bereich der Rohstoffe, ist der Rohölmarkt. Da gibt es ja neben dem WTI, also West Texas Intermediate, an der NYMEX als Leitkontrakt ja noch Brent Crude. Und das wird ja auch in Europa, hauptsächlich in London gehandelt. Die Unterteilung ist ja auf der einen Seite ICE Futures US und ICE Futures Europe. Und dort sind beispielsweise die Kontrakte Brent Gas Oil von Interesse, in dem Fall jetzt mal hier als Beispiel Brent, also Brent Crude Oil. Und diese Daten gibt es auch ähnlich der COT-Daten und die kann man auch abrufen. Das sind die sogenannten FCA-Datas. Also das ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber das kann man auch als privater Investor anschauen. FCA steht für Financial Conduct Authority und ist quasi auch so etwas wie eine, ja, das ist nicht wie, sondern das ist die Aufsicht in Großbritannien. Die Behörde, die letzten Endes diese Daten auch sammelt von den jeweiligen berichtspflichtigen Unternehmen und nur aus dem Grund natürlich auch die ICE Futures Europe Daten, weil die auch nicht gerade wenig sind für den Bereich Brent zum Beispiel, Öl, aber auch hier wie die anderen Terminkontrakte, die hier aufgelistet sind, wie WTI oder auch Kakao zum Beispiel, Kaffee, Zucker, Weizen, was da auch sehr groß gehandelt wird in London in dem Fall, die werden damit reingearbeitet. Das heißt also, diese FCA-Daten kommen. Dies werden verschmolzen mit den COT-Daten, sodass sich also tatsächlich in diesem Bereich ein noch etwas besseres Bild ergibt. Also zumindest ein etwas klareres Bild aus den beiden großen Warenterminbörsenpunkten, zum Beispiel Chicago, New York und London. Da kommt halt dann einiges an Daten tatsächlich zusammen. Wie sieht sowas aus? Das sieht fast ähnlich ein bisschen so aus vom Aufbau. Das finden Sie entweder hier über CFTC und Querverweise. In dem Fall findet man es direkt über den Börsenbetreiber, ICE, also in dem Fall The ICE, sage ich immer, .com. Unten sieht man es links, die Website. Und dort kann man sich auch mal durchklicken. Da findet man eben dran natürlich die ganzen Rohstoffe auf den jeweiligen Bereichen. Aber man findet eben auch diese Market Data und diesen Commitment of Traders Bereich. Und da sehen wir hier ICE Futures Europe, steht ja links hier in dem Bereich. Das ist die Börse, dann das Datum von dem Meldedatum, das ist ähnlich genau das 1.9.2020. Und dann auch die gleiche Zusammensetzung Producer Merchants, also wie bei dem Disaggregated Report von der von der CFTC, beim COT-Bericht, haben sie das hier auch untergliedert in dieselben Rubriken, damit man auch gar nicht erst durcheinander kommt. Es ist genauso aufgesetzt, weil die Daten werden ja auch dann migriert. Das heißt also, wenn man sich das vielleicht so im Hintergrund auch vorstellt, sind die jeweiligen Rubriken die gleichen, damit die Daten auch in die jeweiligen richtigen Rubriken einsortiert werden können, automatisiert oder wie auch immer sie es machen. Percent of Open Interest, auch das ist nochmal eher genauso wie im COT-Bereich aufgesetzt und dann auch nochmal unten drunter die jeweiligen Tradergruppen, wie viele Profigruppen dahinterlegt sind in dem jeweiligen Bereich. Es wird unterschieden genauso wie in Long und Short und Spreading und so weiter und so fort. Das, was ich vielleicht noch addierend, also was ich jetzt noch hinzufügen mag, das ist mir nämlich einmal auch auf der World of Trading passiert.
Da gab es einen Herrn, der hat nachgefragt und da war ich im Moment echt überrascht und habe dann aber auch, obwohl ich selber schon oft gelesen habe, da irgendwie plötzlich da wie Ochs vom Berg gestanden, wie ich Ihnen das am besten jetzt erkläre. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, zum Beispiel, ob das jetzt bei diesem COT-Bericht hier ist oder bei dem klassischen Bericht der CFTC, dann finden Sie auf der Website der CFTC auch nochmal sogenannte Erklärungen. Das heißt also, da ist wirklich alles von A bis Z nochmal erklärt. Und da kommen wir zum Beispiel auch zu solchen Erklärungen, was denn letzten Endes auch dieser Bereich, den wir hier noch immer sehen, den sehen wir ja nicht nur bei dem COT-Bericht, sondern auch hier bei dem The ICE-Bericht, da sehen wir diesen Spreading-Bereich. Ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, so wird es auch genauso erklärt auf der Website des CFTC, ich finde, das Beispiel ist auch gelungen. Sie sind beispielsweise ein Non-Commercial Trader im Euro-Dollar-Futures-Bereich und Sie halten 2000 Long, aber gleichzeitig 1500 Short. Das heißt also, Sie sind offiziell 500 Long. Das ist ja logisch, Sie sind 2000 Long und 1500 Short, macht also Net Long 500. Dann wären Sie mit 500 Long in der Rubrik Long gelistet, also in diesem Bereich Non-Commercial Trader. Und die restlichen 1500 Kontrakte, die werden dann in dem Bereich Spreading einsortiert. Ja? Und deswegen kommt das zustande. Das heißt also, diese jeweiligen Zahlen, die sind am Ende, wenn es darum geht, das wieder alles zusammenzurechnen, in der Gesamtzahl Long und Short, auch wieder alle drin. Aber sie sollen nur ein Stück weit auch unterscheiden und auch ein Stück weit den Unterschied klar machen, dass es hier auch diverse Marktkräfte gibt, die natürlich auch gewisse Spreading-Geschäfte machen und die natürlich auf der einen Seite Long, auf der anderen Seite Short sind, gewisse Positionen managen und verfolgen, auch für andere Klienten und so weiter. Das macht natürlich dann dementsprechend auch Sinn, dass man das ein bisschen untergliedert. Also das nur, dass ich das an der Stelle noch reinfüge, damit ich das später nicht vergesse. Gut, zurück zu dieser The ICE-Folie. Also das sind einfach Dinge, die man jetzt mal ein Stück weit mal schnell durchklicken kann. Das ist jetzt in dem Fall hier Cocoa, wie Sie hier rechts sehen, also Kakao. Klicken wir weiter, sind wir hier im Bereich noch B wie Brent zum Beispiel. Da sieht man auch anhand der Kontrakte allein, dass das ein bisschen mehr ist. Ja, man sieht hier allein schon zum Beispiel Long 961.000 Kontrakte und so weiter. Na, jetzt ist die Folie zurückgegangen. Zum Beispiel Short 1.161.000 Kontrakte Short und so weiter. Also da sieht man dementsprechend auch allein schon, welche Größen da gehandelt werden. Und jetzt kommt der Mann mit den Fragezeichen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Folie, die ich eingangs hier aufgelegt habe. Wenn Sie sich jetzt die jeweilige Einzelfolie immer anschauen, und dann kommen Sie zum Beispiel immer wieder, ja, wenn Sie hier zum Beispiel, ich weiß nicht, wie weit man mag, kann man meine Maus gut sehen? Kann man das so gut sehen hier oben? Ja, oder? Also, ja, ich kann die Maus sehen, ich kann die verfolgen. Ja, gut, okay. Diese Bewegung zum Beispiel, da sieht man hier oben bei der Berechnung zum Beispiel ist oben Interest Long oder Short. Man sieht ja hier oben dann eben Long Non-Commercials, dann plus die Spreads plus Long Commercial ergibt dann den Open Interest Long. Ja? Wenn man da zusammenrechnet, Short Non-Commercials plus die Spreads plus Short Commercials, kommt man auf den Open Interest Short. Wenn man jetzt Long Total, das hier, und Long Non-Reportable Positions zusammenrechnet, bekommt man auch auf den gesamten Open Interest. Umgekehrt, wenn man Short Total und Short Non-Reportable zusammenrechnet, bekommt man auch auf den gesamten Open Interest. Das heißt also, um das nochmal hier anhand dieser Folie nochmal zusätzlich noch zu erklären, das kommt am Ende immer auf diese Nummer raus. Das heißt also, es muss stimmen. Wenn das nicht stimmen würde, dann wäre die Folie falsch. Und dann hat man einen weiteren Grund, bei der CFTC anzuklopfen und sagen, hey, hier stimmt irgendwas nicht mit eurem Papier, was ihr da publiziert habt. Aber weiß ich nicht, ob da irgendwo Fehler jetzt bis jetzt passiert, das ist mir jetzt nicht bekannt. Nach sowas habe ich auch nicht geguckt, ehrlich gesagt. Gut, das nun mal. Aber ruf du mal bei der Behörde an und beschwer dich, dass die Folie falsch ist. Hast du erstmal 2 Stunden Warteschleife. Die schicken mir wahrscheinlich einen Trojaner zurück. Oder ein Band außerhalb der Geschäftsleiter.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich damit der CFTC anlegen würde. Keine Genau. Lust, glaube ich. Muss jetzt nicht auch unbedingt sein. Also da komme ich nochmal eben auf diese Rechnung, die ich Ihnen kurz an der Folie eben gezeigt habe. Ich lasse ihn ganz kurz stehen, damit man vielleicht nochmal nicht die ganzen Fragezeichen noch im Kopf hat, weil sich das halt schon etwas seltsam anhört, wenn man das erste Mal so einfach nur so hört. Es geht nur darum, damit man dieses Papier einfach nur versteht, wie das konzipiert ist, wie das da aufgebaut ist. Das ist so klar, dass wenn man hier 55 Minuten, 60 Minuten etwas über CT-Daten und die ganze Konzeption erfährt, dass man das nicht sofort weiß. Das dauert Tage und Ewigkeiten, bis man sich da mal allein durch die Seite der CFTC mal gewühlt hat, dass man alles von der Übersicht für sich selbst auch geordnet hat im Geiste und dann tatsächlich mit den Folien auch ein bisschen was anfangen kann. Natürlich gibt es viele Erklärvideos, ob das jetzt eins davon ist, was wir hier machen. Aber man muss sich da schon auch eine Weile mit beschäftigen, dass man da ein bisschen was von da mit nach Hause tragen kann. Ich klicke da jetzt nochmal zu weiter, weil ich sehe hier gerade, dass uns die Zeit auch ein bisschen wegballert. Ich habe das jetzt hier immer an diesem Beispiel des Frozen Concentrated Orange Juice gezeigt, dass man halt eben nicht diese massiv großen Kontraktzahlen da immer hat. Daran sieht man dann letzten Endes ein Stück weit ein bisschen besser und kommt nicht an den Spalten dann durcheinander. In dem Fall war das jetzt hier noch das alte Bild, habe ich gesehen. In dem Fall ist es jetzt nicht mehr Net Short. Das passt jetzt hier nicht. Ich gehe jetzt hier auf den roten Bereich. Worauf ich jetzt zu sprechen komme. Sie sind alle darüber jetzt im Klaren, dass man die COT-Daten auf der Seite der CFTC ohne Probleme unter Commitment of Traders-Rubrik abrufen kann. Man findet die Legacy-Reports und die Disaggregated-Reports. Was man aber auch zusätzlich machen kann, man kann diese Berichtsform, wenn man die nicht mag, sich auch von Dienstleistern einfach in Charts anzeigen lassen. Ich meine sogar, ihr habt das auch in der Plattform irgendwo eingebunden, oder? Irre ich mich da jetzt? Nein, noch nicht. Aber ich meine, ich habe es von irgendeinem Dienstleister gesehen. Vielleicht irre ich mich jetzt total. Ist es nicht mit Agena Trader mal gewesen, irgendwas? Da war auch mal was, oder? Ich weiß es Agena nicht mehr genau. Trader kann man leider nicht bei uns anbinden. Nee, das ist Ach, nicht da habe ich das. möglich. Um Gottes Willen, jetzt, ich will nichts durcheinander. Verwechselt Also wirklich, vielleicht gerade um jemand, ja. Gottes Willen. Okay, ich bin, was Punkte da angeht, dann still. Ich sage einfach nur, diese Dienstleister, von denen ich sie auch definitiv weiß, zum Beispiel, Sie finden das auf der Seite tradingstar.com oder barchart.com. Da finden Sie die jeweiligen, sagen wir mal, einen Agrarrohstoff und dann wird das bildlich, linear und so weiter dargestellt, kurvenmäßig Aber dargestellt. Guidance haben wir, sorry, aber Guidance haben wir angebunden. Also über Guidance kann man das Ja, also letztendlich, ne? Man kann. dann kannst du das COT-Widget dann da dementsprechend aufrufen und dann findest du je nach Rohstoff, je nach Future-Bereich dann eine schöne visuelle Darstellung, die ich jetzt natürlich jetzt nicht aufgerufen habe hier. Und die man dann schön einbinden kann und die Kurven dementsprechend ablesen kann. Also da gerne mal auf die jeweiligen Seiten dann gucken, mit was man am besten klarkommt. Ich will jetzt nicht einen komplett hier nur als Werbepartner irgendwie da einbinden. Also gucken Sie sich alle drei an, was am besten gefällt. Das zieht man sich dann einfach raus. So, da an der Stelle bin ich thematisch dann auch punktlandungstechnisch fast schon angekommen. Die Sprüche, die verkneife ich mir jetzt, die ich sonst immer üblicherweise bei Webinaren bringe. Vielleicht sind noch ein, zwei, drei Fragen noch aufgekommen, Marc. Ich weiß nicht. Ja, also zum Beispiel, naja, eigentlich nicht. Also die größten Fragen waren ja, das waren auch die jetzt interessantesten Fragen, die wir hatten, die wir jetzt geklärt haben. Thematisch Vielleicht. total erschlagen. Ja, aber vielleicht hier, also Thomas hat eine Frage, aber die ist schnell zu beantworten. Wenn jemand eine Limit Order einstellt im Futures-Markt, die aber noch nicht gefüllt wurde, zählt das dann zum Open Interest? Nochmal, ich hab den Anfang nicht mitbekommen. Was bitte? Wenn jemand eine Limit Order ins Orderbuch stellt, ne, also die also schon im Orderbuch geführt wird, die aber noch nicht gefillt ist, ob die dann schon zum Open Interest zählt. Die CFTC das in die abschließenden Daten reinnimmt, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also da Also bin ich ich denke, ehrlich von der gesagt Logik selber her überfragt. dürfte es eigentlich nicht sein, ne? Weil Nee, es ist von ja der nur, Logik her, das meine ich ja. nur eingegangene Position, ne? Netz und Long, es Eben. ist ja noch, wenn die Position nicht eingegangen ist, ist für mich ganz klar, ein Limit Order ist ja keine, ist ja nur eine, ist ja, wie soll ich sagen, eine Position, die irgendwann mal eingegangen werden soll, Ja, es mit dem sind ja End auch of Day solche oder Trickies, sind ja genauso auch solche Trickies nicht da drin, die da irgendwelche super Eisberge da bauen und dass das dann da gar nicht zu effektivem Handel kommt. Das wird ja auch alles nicht Genau, da Eisberg-Orders zum Beispiel, umfasst. ne? Das Oder ist genau dasselbe von. Fill or Kill oder so. Nee, aber es ist für mich eigentlich auch von der Logik her so, wenn ich eine Limit-Order einstelle, kann ich ja auch 3 Minuten später wieder rausnehmen. Zum Beispiel, warum soll das dann Open Interest? Da müsste man, das wäre ja eigentlich Käse, ne? Ich meine, ich habe ja die Position nicht.
Eben, ja. Also Ich habe die es Futter sind nicht letzten gekauft. Endes Die Marke nicht tatsächliche für am mich. Markt getätigte Positionen, die dort in dem Pamphlet abgedruckt werden bzw. publiziert werden. Vor allem Also es sagt ja macht der ja Sinn. Report ja auch, wenn da steht Nets und also Net Long und Net Short, also Shorts und Longs sind ja, müssen ja eingegangene Positionen sein. Deswegen darf ja eine Limit Order, eine Order überhaupt nicht dazu zählen, normalerweise. Ne? Also ich meine, von meiner Warte her jetzt würde ich Das jetzt so. ist mein Stand einfach, ja. Also ich kann mir nichts Oh, anderes erklären. ja, Kann man gerne okay. mal nachschauen, aber würde keinen Sinn machen. Genau. So, an der Stelle würde ich gerne nochmal in die Runde eine Frage stellen. Und zwar, haben wir gehört, der Dirk hat es ja auch oft gesagt, also mit uns kann man natürlich Future-Handel betreiben. Wir haben zwar im Chart, also unser Nanotrader ist nicht diese COT-Daten irgendwie grafisch eingebunden, aber hat er gesagt, Sie können das überall auf der CFTC-Seite oder auf anderen Seiten kostenlos bekommen. Wenn jemand Futures bei uns handeln möchte, ist herzlich willkommen. Wir haben auch hin und wieder Neukundenangebote, spezielle Angebote. Hatten jetzt vor 2 Wochen noch ein richtig gutes Angebot. Vielleicht können wir Ihnen auf jeden Fall eins machen, wenn Sie, sagen wir mal, von einem amerikanischen Broker, wo Sie bei, weiß ich, Phillip Capital oder AMP Futures handeln in Amerika, doch mal zu einem guten deutschen, seriösen Unternehmen wollen, dann tragen Sie sich bitte hier ein, klicken Sie auf Ja, dann kann ich mich mit Ihnen in den nächsten Tagen abstimmen, Sie kontaktieren und Ihnen vielleicht auch ein Angebot unterbreiten, was ein bisschen abweicht von dem auf der Webseite. Schauen wir mal. Wenn Sie überhaupt daran nicht interessiert sind, klicken Sie hier auf Nein, dann haben wir die Umfrage auch schnell beendet. Ja, Dirk, nee, ansonsten gibt es eigentlich keine weiteren Fragen, sehe ich jetzt nicht an der Stelle. Okay. Du bist auch soweit, ne? Ich habe jetzt soweit das durch. Habe ja noch gedacht, die eine Frage eben jetzt eben noch, die hat mich noch erstmal kurz verwirrt. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben es beide ja von der Logik ja eigentlich so umfasst. Sollte das tatsächlich falsch sein, würde es mich echt überraschen. Ja, mich auch. Also, man würde ja alle Orders, jeder, Ja, der. wäre sonst alles verrückt von den Informationen, das wäre ja Quatsch. Genau. Wie soll man das erfassen? Ja. Genau. Würde ich mich auch wundern. Nee. Nach Ausschluss, genau, nach dem Ausschlussverfahren, wie bei Günther ja auch, haben wir jetzt einfach mal 3 Falsche fallen lassen Genau. und uns auf die verständigt. Dirk, ich bedanke mich an der Stelle, weil wir sind ja eigentlich jetzt auch pünktlich gut zum Ende gekommen. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns oder hören uns besser gesagt in 2 Wochen ja wieder. Ne? Genau, Und am da darf 24. ich, genau, am 24. selber Ort, selbe Zeit, 18 bis 19 Uhr, auch wieder mit Dirk Fritschewski. Und sagst du kurz noch das Thema? Ja, wir werden uns ein Stück weit mal mit Direct Dealings, also quasi mit dem sogenannten legalen Insiderhandel beschäftigen und wie weit uns das ein bisschen was bringen kann. Das wäre in dem Bereich eher natürlich aktienlastig. Super. Okay, ab heute oder auch schon in den letzten Tagen können Sie sich unverbindlich dafür anmelden, sehr verehrte Damen und Herren, auf unserer Webseite www.bhselfinvest.de und dann auf Webinare und Seminare klicken. Dort haben Sie am 24. September 18 bis 19 Uhr das nächste Webinar mit Dirk Fritschewski und auch alle anderen, die wir anbieten. Bis dahin. Dirk, ich wünsche dir einen schönen Abend. Sehr interessante Sache, COT-Daten und bedanke mich herzlich für deinen Beitrag und wir hören uns in 2 Wochen. Ich bedanke mich und vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Vielleicht bis zum 24. Bis dann. Alles klar, Tschüss. danke. Auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss.